Hi Leute, heute geht es um 5 Gründe, warum die Entgiftung häufig nicht funktioniert. Warum das so ist, erfährst du gleich. Okay, und zwar möchte ich heute mal auf die 5 wichtigsten Punkte bei der Entgiftung eingehen, welche mir häufig begegnet sind. Und all diese 5 Punkte beruhen auf den gleichen Punkt, und zwar darauf, dass es immer ein Gesamtsystem ist, dass es immer ein ganzheitlicher Reinigungsprozess ist. Das heißt, Körper, Psyche, Ernährung, alles spielt damit rein. Und du kannst es auch sehr schön wie bei einem Motor sehen, bei einem Auto. Du hast verschiedene Faktoren, die da ineinander greifen. Aber wenn nur ein Zahnrad fehlt, du kannst einen Motor mit 400 PS haben, egal wie viel der richtig rund läuft, alles richtig gut läuft. Aber da fehlt ja ein Zahnrad und du bringst die ganze Kraft nicht auf die Straße. Und so ist es häufig auch mit diesen 5 Gründen, warum die Entgiftung eben nicht funktioniert. Es ist eben ein ganzheitlicher Prozess, und wenn man einen Aspekt, wenn man nur einen einzigen Aspekt davon komplett außer Acht lässt, dann funktioniert dieses Gesamtsystem nicht mehr. Und da gibt es auch kein wichtiger oder besser. Jedes Teil ist notwendig. Wenn du auch einen Film hast, den anschaust zum Beispiel, da gibt es kein wichtiger oder nicht. Schau dir doch Robin Hood an, schau dir Robin Hood an. So, dann schießt er den Pfeil und damit durchtrennt er das Seil, wo jemand irgendwo am Galgen hängt. Aber nebendran steht jemand und der hat ihm den Pfeil gereicht. So, sein treuer Gefährte, und der hat ihm dabei geholfen. Und er hat ihm diesen Pfeil gereicht, jetzt ganz schnell. Und kein Mensch ist dabei unwichtiger. Du hast zwar irgendwo diese Heldenrolle, aber ohne denjenigen, der ihm den Pfeil reicht, funktioniert das Ganze nicht. Es ist ein Gesamtsystem und da ist auch nichts besser oder schlechter, es ist einfach anders. Und da geht es auch drum bei diesen 5 Punkten. So, aber jetzt möchte ich zum ersten Punkt kommen. Und zwar, es ist häufig, wird zum Beispiel auch die Ernährung vernachlässigt erstmal. Mir ist es neulich mal aufgefallen, hier im Ort, wo meine Frau zum Yoga geht, dort gehen einige ältere Menschen auch hin. Auch Menschen, die noch nie was von vollwertiger Ernährung, Entgiftung und diesen ganzen Sachen gehört haben. Und die gehen da jetzt vielleicht hin und machen Yoga und fühlen sich danach viel besser, fühlen sich beweglicher, machen eben Körperübungen, merken, hey, Hüftprobleme gehen weg. Danach, alles ist wieder ein bisschen freier, man kann sich besser bewegen und man fühlt sich besser. Aber im Schnitt geht es trotzdem über die Jahre, kommt immer mehr Steifigkeit in den Körper. Weil da häufig eben ein Faktor wie Ernährung fehlt. Weil der Körper trotzdem mit der Zeit immer mehr verschleißt, immer mehr versteift, immer mehr dehydriert. Man isst ja auch Lebensmittel, die nur noch 20%, 30% teilweise Wasser haben. Irgendwelche Produkte, Mehlprodukte, Weißmehl, Toast, sonst was. Nüsse haben sogar auch sehr, sehr wenig Wasser. Aber allgemein eben diese ganzen Fertigprodukte. Und sie entziehen halt zusätzlich nochmal den Körper Wasser, die ganzen Salz, Gewürze, die da drin sind. So, normalerweise sollten Lebensmittel mindestens 60% Wasser enthalten, wie Obst, Gemüse, Blattgemüse und so weiter. Und unser Planet hat eben auch 60-70% der Fläche ist mit Wasser bedeckt. Und dementsprechend bei unserem Körper auch. Und dann wird der Körper auch immer steifer und die,
die Übungen, die Körperübungen, in dem Fall Yoga, können das dann nicht mehr hinauszögern, also sie können es hinauszögern, aber sie können es nicht komplett aufhalten, sodass der Körper auch alte Sachen wieder aufarbeiten kann. Und das ist eben der springende Punkt. So, man fühlt sich halt besser, weil alles ein bisschen besser in Fluss ist, aber man kommt nicht dahin, dass man auch wieder flexibler wird. So war es bei mir zum Beispiel in den letzten 10 Jahren. Ich bin jetzt so flexibel wie noch nie, komme da in auch Lotussitz hier beim Yoga und solche Geschichten, war noch nie so beweglich und dehnbar wie heute. Und das war aber über die letzten Jahre immer mehr. Und wie gesagt, bei anderen Leuten, die einfach nur Yoga machen, ohne diesen Ernährungsaspekt, funktioniert es eben nicht. Und das ist der erste Punkt. Und da sieht man halt wieder, was ein ganzheitlicher Prozess bedeutet. Beim letzten Punkt gehe ich noch darauf ein, auf den anderen Punkt hier, auf die Bewegung auch. Ja. Aber der zweite Punkt erstmal, warum die Entgiftung häufig nicht funktioniert, ist, dass es nicht zur Ruhe kommen auch noch. Was eben dazu kommt, häufig in unserer Welt, gerade arbeitstechnisch, sozial und so weiter. Es ist ständig irgendwo Ablenkung da. Hier ist das Handy, dort ist die Arbeit, dann will noch jeder was von einem. Und im Alltag, wenn man dann noch einen Arbeitsweg von einer Stunde oder sonst was vielleicht eventuell häufig der Fall hat, dann macht man abends noch Sport. Das heißt, man ist den ganzen Tag in Bewegung, was auch eigentlich gut ist. Aber wenn man den Körper entgiftet, braucht man auch zwischendrin mal Ruhephasen. Das heißt nicht, dass man da gar nichts machen sollte von der Bewegung her, sondern dass man es aber nicht übertreibt. Dass man zwischendrin auch mal Zeiten hat, wo man sich ausruht. Gerade wenn eben viel hochkommt und ausgeschieden werden muss. Und gerade beim Fasten, wenn man sich da mal intensivere Zeiten für sich und seinen Körper gönnt, dann ist es ein unglaublich wichtiger Faktor. Also dieser zweite Punkt, zur Ruhe kommen. Und der ist eigentlich ganz eng verbunden mit dem dritten Punkt, dass man eine innere Anspannung, die sehr häufig dann durch diese ständige Bewegung auch, durch die innere Haltung, aber auch vermehrt eigentlich größtenteils die innere Haltung, das Äußere, das potenziert das Ganze nur, katalysiert das Ganze ein bisschen. Aber im Grunde ist es immer die innere Anspannung. Stell dir mal vor, du sitzt jetzt auf dem Zahnarztstuhl und du machst nichts. So eine Viertelstunde sitzt du da, bist aber unter einer inneren Anspannung und bist nach einer Viertelstunde einfach ja, schweißgebadet, bist durchgeschwitzt, ist unangenehm. Und danach bist du erstmal wieder locker. Locker, so. Und genauso locker kannst du sein, auch wenn du dich bewegst. Und der Körper braucht zum Beispiel auch nicht nur viel Schlaf, sondern er braucht eigentlich eher die Entspannung. Umso mehr du dich entspannst, du wirst sehen, dein Schlaflevel geht runter. Wenn du den ganzen Tag entspannt verbringst, das heißt ganz locker, genau dieses Gegenteil von einem Zahnarztstuhl. Das heißt, egal in welcher Situation bist, auch wenn du dich bewegst, bei Kindern ist es auch so, die entspannen in der Bewegung. Und wenn das wieder genauso ist bei dir, dann wirst du wieder feststellen, dass du viel weniger Schlaf brauchst. Du kannst dich auch, bevor du dich hinlegst, einfach eine Stunde hinsetzen und wirklich entspannt meditieren, dich einfach in Ruhe hinsetzen, Atemübungen machen, sonst was, wo du wirklich komplett entspannt bist. So, und wenn diese innere Anspannung nicht da ist, dann wirst du merken, die Stunde, wo du länger wach bist, die fehlt dir gar nicht, weil dein Körper sich ausgeruht hat in der Zeit. Dein Körper braucht einfach nur diese Ruhephasen. Das Schlaflevel kann da auch sehr stark runtergehen und nicht, weil du es erzwingst und einfach nicht schläfst und dein Körper schadest, sondern einfach, weil der Körper braucht nicht mehr so viel regenerieren, weil das schon regeneriert ist. Und das ist vielen nicht bewusst und das merkt man auch immer mehr erst, wenn man es dann erfährt. Die Erfahrung steht da einfach immer über allem. Also dieser dritte Punkt, die innere Anspannung. Also nochmal zur Wiederholung, die Ernährung hängt so oft dran, dann das zur Ruhe kommen und als drittes eben die innere Anspannung.
So, und der vierte Punkt, was ich schon angesprochen hatte, ist die Bewegung. Und zwar von der Bewegung her, wie gesagt, mit den Körperübungen auch schon am Anfang angesprochen. Bei manchen, so die stellen die Ernährung um, fasten, machen alles Mögliche, nehmen Superfoods und sonst was. Aber irgendwie kommen sie nicht richtig voran. Und dann hapert es doch häufig einfach an der Bewegung. Mag vielleicht sein, also wenn du vielleicht selber merkst, okay, bist eher so der gemütliche Typ, dann kannst du mal beobachten und schauen, ey, was macht es, wenn ich einfach ganz simple Übungen einbaue in den Alltag? Muss nichts Großes sein. Zum Beispiel das Erste, was ich immer mache in der Zusammenarbeit mit den Leuten auch, ist, dass man jeden Morgen einfach mal jedes Gelenk bewegt. Du kugelst einfach mal jedes Gelenk, du bewegst jedes Gelenk, kreist mal mit den Hüften, egal, einfach jedes Gelenk mal bewegt zu haben. Dass alles wieder, alles, was über Nacht stagniert hat, wieder in Fluss kommen kann. Die Hände mal ganz fest auf und zu machen. So, und wenn du das machst, jeden Tag, dann noch einen gemütlichen Spaziergang, dann läuft alles auch schon ein bisschen besser. Und gegebenenfalls liegt es aber häufig auch dran, weil viele machen auch viel Sport, aber bei der Bewegung, damit der Lymphfluss in Gang kommt und das Ganze. Und dass der Körper da auch immer mehr in diese Entspannung kommt. Entspannung in diesem Punkt, wo ich eben vorher angesprochen habe. Es ist unglaublich wichtig, dass man nicht da irgendwie mit seiner Uhr durch den Wald läuft, was ich schon gesehen habe. Und sich da irgendwie einen abstöhnt, so in dieser kompletten Anspannung ist während der Bewegung. Vielleicht ein bisschen übertrieben nachgemacht. Auf jeden Fall, das bringt dich nicht weiter. Das bringt deinen Körper nur in eine mehr Anspannung rein. Dabei kommt nicht viel Altes raus. Und es löst auch nicht viel. Für die Entgiftung ist es definitiv nicht viel förderlich, kann auch schaden. Ganz im Gegenteil, du machst dabei viel kaputt, wenn du unter so einer Anspannung gerade Übungen machst, Körperübungen, wo eigentlich ein Loslassen mit dabei sein sollte, wo die Atmung mit dabei sein sollte, wo du sehr viel reinspüren musst, weil du sonst Gelenke kaputt machst oder in eine Fehlhaltung kommst über die Dauer. So, das ist unglaublich wichtig, dass wenn du dich bewegst, dass du da in eine Entspannung reinkommst. Das heißt nicht, dass du deine Muskeln nicht benutzt, aber dass du ansonsten vom ganzen Körpersystem her völlig entspannt bist und nicht vom ganzen Körper in der Anspannung bist. Natürlich ist der Muskel, der benutzt wird, alles, ne, der wird halt angespannt, natürlich. Aber deine Grundhaltung, wie dieses Gefühl auf dem Zahnarztstuhl, erinnere dich da mal dran zurück, dann weißt du, was ich meine. Dieses Gefühl sollte man niemals haben beim Sport. Am besten bei frischer Luft. Und das ist eben dann noch ein Punkt, der vierte Punkt eben, wo häufig ein Grund ist, warum die Entgiftung nicht richtig funktioniert. Viele bauen die Bewegung gar nicht ein oder es ist eben unter einer völligen Anspannung und das solltest du halt beides vermeiden. Ja. Jeden Tag am besten zumindest eine Runde spazieren gehen, laufen, also einfach nur gehen auch, ist schon perfekt. Am besten auch mit freischwingenden Armen, wo der Lymphfluss halt wirklich im ganzen Körper in Gang kommt. Hier ganz viel Lymphe, hier im Halsbereich, Schulterbereich. Ja, und wenn die Arme schwingen, kommt alles in Gang. Dementsprechend und auch hier die Lymphe zum Hals hin. Es kommt alles nicht in Gang, wenn du da auch irgendwas in den Händen hast und so weiter, wo dann nicht mehr dieses freie Schwingen dabei ist und diese Lockerheit, die Entspannung dabei ist, dann funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Also, das ist noch ein wichtiger Punkt. Und vorher auch zu dieser inneren Anspannung noch. Da gehört natürlich dann auch das Mindset dazu. Häufig sind irgendwelche Kopfblockaden da. Psychische Themen ist natürlich auch noch häufig ein Punkt. Und als fünften Grund, der fünfte Grund, warum die Entgiftung häufig nicht funktioniert, ist auch
weil die Umgebungsbedingungen nicht berücksichtigt werden. Wenn man zum Beispiel irgendwo drinnen ist, einen ganzen Tag in seinem Büro, auf der Arbeit oder zu Hause, dann funktioniert die Entgiftung niemals so gut, wie wenn du einen ganzen Tag zum Beispiel draußen bist, wandern in den Bergen, den ganzen Tag frische Luft hast. Es kann einfach nicht so gut funktionieren. Es ist wie wenn du ein Motorboot hast, du fährst auf offener See, ganz klares Wasser, oder du hast so einen komplett schlickigen Tümpel, wo überall Algen drin sind, die sich ständig im Motor verfangen. Und wenn du halt irgendwo einen ganzen Tag in einem stickigen Raum sitzt, keine frische Luft hast, die Lungen nicht richtig arbeiten können, dein ganzer Organismus nicht richtig arbeiten kann, du kannst halt auch viele, ja, du durch die Atmung abatmen, du kommst dadurch immer mehr in die Entspannung. Das heißt, es ist auch ein großer Faktor, warum die Entgiftung häufig nicht so funktioniert. Und wenn du in der Stadt bist, dann gilt es da auch anders vorzugehen, als wenn du auf dem Land lebst. Auf dem Land oder wenn du irgendwo an frischer Luft bist, das würde ich dir eh immer raten, wenn du solche Reinigungsphasen hast, wenn du mal ein Fasten machst und so weiter, dann geh da unbedingt irgendwo in die Natur, geh, wenn du nicht die Möglichkeit hast, da irgendwo in den Bergen zum Beispiel zu sein oder direkt im Wald, dann geh zumindest, wenn du in der Stadt lebst, jeden Tag in den Park raus, geh jeden Tag raus, eine Runde spazieren an der frischen Luft. Ja, oder noch besser eben, wenn du irgendwo auf dem Land lebst, in den Wald, wo wirklich ganz frische Luft ist. Und genauso Elektrosmog vermeiden. Also dieser fünfte Punkt, einfach die Umgebungsbedingungen, dass die nicht berücksichtigt werden. Und dein Körper, der weiß nicht, für was für Umgebungsbedingungen du dich plötzlich entscheidest. Und das wird häufig einfach mal vernachlässigt. Viele denken dann, ja, der Körper hat ja seine eigene Intelligenz, was er da jetzt rauslässt und was er da jetzt entgiftet. Ja, hat er auch. Aber dein Körper weiß jetzt nicht, für was du dich jetzt gerade in deinem Kopf entscheidest, wo du jetzt plötzlich hingehst. Und wenn du zum Beispiel irgendwelche Entgiftungsprozesse einleitest, du bist 2 Tage irgendwo im Gebirge unterwegs, fühlst dich super gut, bist den ganzen Tag in Bewegung, dein Körper fängt an, ganz viel da rauszuhauen. So, und dann gehst du wieder in die Stadt, hast da irgendwie den ganzen Elektrosmog, du hast die Abgase und dann fängst du jetzt wieder an, komplett zu arbeiten. Nimmst dir nicht die Zeit, um diesen Prozess, den du jetzt, den dein Körper dann eingeleitet hat, zu Ende zu bringen. Und das heißt, die Umgebungsbedingungen, das ist eben ein Gesamtsystem, wo dann berücksichtigt werden muss und sollte. Und da muss man halt auch die Erfahrung immer mehr sammeln, dass man weiß, wann man da welchen Schritt gehen kann, wann man da ein bisschen vom Gas gehen muss, in welchen Faktoren. So, das ist wie wenn du irgendwo eine neue Strecke fährst, du hast keine Ahnung, da ist eine Kurve vor dir mit dem Auto. Und du gibst nochmal Vollgas und dann haut es dich einfach voll aus der Kurve raus. Und ja, wenn du da eine neue Route hast und noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hast, vielleicht noch ein neues Auto hast, so, das heißt, viele Faktoren haben sich geändert. Natürlich kennst du die Grundfaktoren so ein bisschen, aber wenn du die Strecke und alles nicht kennst, dann muss man da erstmal ein Gefühl für entwickeln, die Erfahrung damit sammeln. Wenn du die sammeln möchtest, dann lass uns da gerne auch mal sprechen. Können wir gerne ein kostenloses Erstgespräch ausmachen. Den Link findest du auch unten drunter. Und ansonsten schreib gerne mal hier unter das Video, ob ein Punkt dabei war, der dir vielleicht auch weiterhilft jetzt gerade und welchen Punkt du noch hinzufügen würdest. Das waren jetzt eben nur 5 Punkte, die ich mir rausgepickt habe. Das sind die 5 wichtigsten eigentlich. Die Psyche spielt eben auch noch mit rein, hatte ich ja vorher noch angeschnitten. Und dann gibt es natürlich noch viele kleine Stellschrauben. Schreib gerne mal unten drunter, was du bei den Punkten vielleicht selber irgendwann bei dir auch in der Vergangenheit entdeckt hattest, was dir da besonders gut weitergeholfen hat. Und dann freue ich mich von dir zu lesen. Und wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne bei mir und dann können wir schauen, ob wir dir da helfen können. Und ansonsten dir heute noch einen wunderschönen Tag und gerne Daumen nach oben. Diese ganzen Geschichten hier auf YouTube kennst du ja. Kanal abonnieren, Glocke und so weiter. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.